Hallo liebe Leute, und weiter geht es mit Treasure Hunter G. Nachdem wir im letzten Part endlich den dunklen Lord vernichten konnten, der allerdings den Knochendino erwecken konnte, müssen wir jetzt gucken, dass wir den Knochendino noch aufhalten. Deswegen dürfen wir jetzt erstmal wieder runterlatschen, diesen ganzen Weg. Sofern uns die Kämpfe erspart bleiben, ist ja noch alles in Ordnung. In dem Fall geht es ja noch. Ist ja bloß so ein elendlanger weiter Weg, den die hier in diesem Palast gebaut haben, den wir ja hochgehen durften. Hat ja bloß 5-6 Parts gedauert, bis ich endlich am Ende war. Also schon lange. Egal. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende des Spiels, wie es wo aussieht. Und das ist wirklich eigentlich, ja, zumindest zum Teil ein gutes Zeichen, zum anderen Teil auch eigentlich ein bisschen schade, dass es so schnell schon vorbeigeht. Im Prinzip. Dass das Spiel nicht so ganz umfangreich ist, wie ich jetzt eigentlich angenommen hatte erst. Naja, aber gut. So. Halt, Moment, erstmal genau. Heilen und speichern. Das werde ich in dem Fall jetzt wirklich mal machen. So. Dann haben wir soweit jetzt alles. Finden wir hier noch irgendwo irgendwelche SP-Potions oder normale Potions oder irgendwie sowas, was ich ausgelassen habe? Ich glaube nicht. Das heißt, ich muss mit dem, was ich jetzt habe, jetzt ist Ponga nicht mehr dabei. Soweit zurechtkommen. Okay, wenn ich den Knochendino jetzt bekämpfen soll, dann wird's scheiße. Mit dem, was ich habe, da komme ich ja gar nicht wirklich zurecht. Das heißt, ich kann irgendwo noch was kaufen. Wobei, das bezweifle ich fast. Egal, wollen wir erstmal runtergehen. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es wirklich zum Kampf kommt, dass er wirklich auch sehr viele HP hat. Der Weltenbaum wieder. Fee Nummer 1 ist wieder frei. Ich frage mich nur, warum Ponga so lange, also warum die eine Fee so lange jetzt gebraucht hat, um die zu befreien. Das hätte das Schlimmste verhindert werden können. Theoretisch. Aber nein. Der letzte Wächter muss ja aufbewahrt werden. Damit das Schlimmste überhaupt gemacht werden kann. Wow, die Welt sieht aber echt schon düster aus. Okay, so viel dazu. Sie sieht doch nicht mehr so düster aus. Und da ist die nächste Fee. Somit sind sie schon zu dritt. Und die Stadt bebt auch noch. Ja, der Knochendino verwüstet alles. Aber gut, somit ist alles da auch wieder gelegt. Was die Feen alles machen können. GGKR, was sollen wir tun? Fliegen! Okay. Ja, Blue, komm, spring auch. Wenn schon, denn schon. Und die vierte Fee wird befreit. Bleiben nur noch zwei weitere. Ob sie die auch noch finden? Wahrscheinlich. Fee Nummer 5. Wir sehen auf jeden Fall alles wieder bekannte Orte. Stonehenge, Karbunkelinsel. Die Nähe von Falua war ja auch dieser eine Kristall und. Jetzt fehlt nur noch der eine, der bei unserer Stadt in der Nähe war. Hallo Karbunkels! Wir haben Angst vor den Feen! Die beißen nicht! Jetzt haben sie keine Angst mehr. Jetzt freuen sie sich weiterhin. Und das war die Feder! Die Feder! Sie leuchtet!
Und da ist der letzte Kristall. Somit sind sie jetzt alle frei. Und wir landen natürlich im tiefen Abgrund. Und das ist also der Knochendino. Ja, Leute, der letzte Kampf beginnt gegen Knochendino Level 99 mit sage und schreibe 4965 HP. Das ist viel. Das sieht aber auch ein bisschen furchteinflößend aus, muss man ja sagen. Also bei dem Level, das ist im Vergleich zu unserem schon krass. Aber wir machen dafür sehr, sehr viel Schaden. Mit einem Treffer schon 100? Das ist wirklich schwach, Knochendino. Na gut, dann brauchen wir auf jeden Fall keine Angst haben, dass wir den nicht schaffen. Dass wir die Welt nicht mehr retten können. So. Okay. Wir müssen natürlich mit Schmerzen rechnen. Aber gut, wir haben Reindeer dabei. Das heißt, wir können erstmal heilen. Moment, ich mache erstmal was. Scheiße, er hat keinen SP-Potion. Okay. Dann hau drauf, Blue. Level up. Na gut. Bringt zwar nicht allzu viel, aber egal. So. Du müsstest aber noch einen SP-Potion haben. Ja, sogar noch eine SPD-Potion. Das bekommt Rain auf jeden Fall erstmal. Und ein normales SP-Potion auch. Weil sie so, schließlich soll heilen. Sonst wird es doch etwas schwierig hier. Und den noch. Ich sollte gleich wirklich mal gucken, wie viel er nur noch hat. Das Geschrei geht mir zwar gerade auf den Keks von diesem Dino, aber okay. Gut, Rain, du weißt, was du jetzt gleich zu tun hast. So, aber erstmal. Wir haben fast schon die Hälfte? Okay, der ist wirklich schwach. Na dann, schlitzen! Und schlitzen! Ein weiteres Mal! Schlitzen! So, Rain. Wir zählen auf dich. Einmal eine große Heilung. Das Ganze jetzt noch ein paar Mal. Damit wir hier keine Angst vor diesen Dino haben brauchen. Ich bin ja echt froh, dass Rain in diesem letzten Kampf noch dabei ist. Sofern nicht noch irgendwas noch dazwischen kommt. Aber der dunkle Lord ist erledigt. Wenn der Knochendino erledigt ist, wüsste ich nie, was noch auf mich zukommen könnte. Also gehe ich von aus, das müsste wirklich der letzte Kampf jetzt sein. Und noch einmal heilen. Okay, Knochendino. Deine letzten Tage sind gezählt. Also greifen wir jetzt weiter frontal drauf an. Ich finde zwar diesen Kampf zwar schon ein bisschen sinnfrei, weil man kann schon fast gar nicht mehr verlieren. Es sei denn, man hat wirklich keine SP-Potions mehr oder so im Gepäck. Dann wird es natürlich schon etwas schwierig, diesen Kampf noch zu gewinnen. Weil er wirklich schon reichlich Schaden macht. So, schauen wir noch mal. Nur noch 1088. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. So, Blue. Okay, bei DJ Kersa würde ich sagen, reicht das? Das reicht nicht. Okay, dann würde ich sagen, verzichte ich auf Schlitzen. So. Und Knochendino. Das war's.
Und somit wurde er wohl wieder versiegelt. Und wir sind wieder da. Endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Sofern die uns loslassen. Na endlich. Es tut mir leid. Aber das ist... Das... Nein. So weit kann ich höchstens gehen. Nein, es ist alles in Ordnung. Wir hatten ein schönes Abenteuer. Ja, mein Herz pocht immer noch. Solange wir uns immer an diese Abenteuer erinnern, denke ich, wird es nicht... Denke ich, werde ich nicht immer so traurig sein. DJK, Blue, ich danke euch für die Abenteurer, die Erinnerung. Danke. Wir müssen rückkehren in die... zum Weltenbaum. Wir stehen für immer tief in eure Schuld. Nun, Jungs, das heißt wohl Lebewohl. Lebewohl! Gehen? Ihr geht weg? Oh nein, Blue, nicht weinen. Rain. Aber warum müsst ihr gehen, hä? Ihr müsst nicht gehen. Verschwindet nicht. Hey, lass uns zu einem weiteren Abenteuer gehen. Kommt schon. Verschwindet nicht. Ich glaube, es bringt nicht viel, Blue. Selbst wenn du jetzt deine Hundeaugen machen würdest. Ich glaube, es würde auch leider nicht viel helfen. Tschüss, Rain. Tschüss, Feen. Bye, bye. Wir sehen uns wieder. Ich weiß, das werden wir. Bruder! Hey, weine nicht! Ja! Komm schon, Dr. Hello wartet! Also, beweg dich! Okay! Yay, wir dürfen jetzt sogar die Figuren wieder steuern! Wuhu! Na dann! Bruder! Was ist das Problem? Fang nicht wieder an zu weinen! Vater! Denkst du? Diese Explosion! Es gäbe keine Möglichkeit, dass er... Ja! Du kannst nicht für immer weinen! Jetzt komm schon! Okay! So, dann wollen wir uns auf den Weg machen. Okay, hier ist ein Riss, da können wir nicht drum rum. Obwohl der Kristall jetzt eigentlich weg ist. Dann wollen wir mal schauen, ob wir noch heile zu Dr. Hello hinkommen. Die Yeti scheinen wohl auch jetzt alle weg zu sein. Na Gott sei Dank. Ich hoffe nur, dass wir auch heile wieder zurückkommen, weil die Ferric Falcon hat ja doch einiges mit gelitten und so. Aber gut, schauen wir mal. Sieht so aus, als hättet ihr die Welt gerettet. Gerettet! Volle Kraft voraus! Abheben! Abheben! Und das Ding hat sogar einen Rückwärtsgang! Das ist neu! Aber gut! Es fliegt immerhin! Und alles sieht hier heil aus. Bist du nicht gerade am Dom vorbeigeflogen? Wo fliegt der jetzt gerade hin? Ach so, zur Heimatinsel oder wie? Nee, das ist Hafenstadt Ozeania.
Ich werde wieder zurück nach Barbe gehen, um noch ein paar Untersuchungen zu machen. Wenn ich etwas Nützliches für euch machen kann, werde ich es euch wissen lassen. Bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen. Lebe wohl. Lebe wohl. Tja, lebe wohl, Dr. Hello. Ach, jetzt darf ich mich wieder bewegen? Okay. Können wir hier irgendwelche Leute ansprechen? Kennt ihr den Song, den Fanua geschrieben hat? Nein. Es ist die Geschichte von zwei Brüdern, einem jungen Mädchen und einem Affen, die auf ein Abenteuer gegangen sind. Es ist gefüllt mit Mut und guter Aufmunterung. Die Ratten sind verschwunden. Die Ratten sind verschwunden. Und trotzdem hat er den Preis immer noch nicht erhöht. Was für ein tolles Hotel. Hm? Naja, wie auch immer. Können wir hier eigentlich noch Sachen einkaufen? Bringt das noch was? Ich glaube nicht. Doch, wir können doch einkaufen. Egal, mach ich nicht. Brauche ich, glaube ich, trotzdem nicht mehr. Oder? Egal, scheiß drauf. Selbst wenn jetzt noch ein Kampf kommt. Ich könnte sogar noch speichern? Geht das? Oh, ich könnte das Spiel speichern. Ich kann das Ende speichern. Das mache ich sogar. So. Ja, wenn jetzt wirklich was passiert, kann ich wenigstens da nochmal starten. Frösche, Frösche. Schöne Frösche. Ach ja, gut, das kennen wir ja schon. Nein. Will ich nicht. Gibt's hier sonst noch irgendwas Neues in Ozeania? Halt, bleib mal stehen. Ich frage mich, was ich tun soll. Vielleicht sollte ich rausgehen und neue Freunde finden. Vielleicht sollte ich auch erstmal gucken, dass ich hier in diesem Spiel irgendwie das Ende erreiche. Mal gucken, ob ich wirklich jetzt den ganzen Weg... Natürlich. Zurücklatschen darf. Wir können auch sämtliche Dörfer aufsuchen. Tania-Stadt gibt's hier noch. Aber wisst ihr was, Leute? Ich denke mal, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall noch hier die restlichen Städte aufsuchen und dann wirklich in unsere Heimatstadt endlich mal zurückkehren. Und so sehen, wie das Ende dieses Spiels dann aussieht. Also Leute, ich würde sagen, wir nehmen uns den Schluss dann wirklich für den nächsten Part auf. Bis dahin, auf Wiedersehen!